Donnerstag 18 Uhr. Ein herzliches Hallo und willkommen zu unserer dieswöchigen Masterclass mit dem Titel Fast grenzenlose Kreativität, die Entstehung der VFX von Bad Banks, Dark und Spikes. Herzlich willkommen im Namen der DAF. Wie immer vorab die Anmerkung, wir gendern nicht, gemeint sind immer alle Geschlechter, im Positiven wie im Negativen soll sich bitte niemand ausgeschlossen fühlen. Wir sind heute nicht live auf YouTube, wir sind heute in unserer kleinen Runde, aber die Masterclass wird in ein paar Tagen online sein auf dem YouTube-Kanal der DAF. Fragen bitte wie immer unten in das F- und A-Feld, die werden wir dann beantworten. Heute werden wir die Fragen blöckeweise beantworten nach den einzelnen Produktionen. Am Schluss könnt ihr dann noch allgemeine Fragen stellen zu VFX. So macht es am meisten Sinn. Den Chat könnt ihr wie immer benutzen, um Hallo zu sagen und zu grüßen. Ja, wir starten wieder mit einer Frage ans Publikum, die ihr bitte mit dem Handheben-Button beantwortet. Wer hat denn beruflich von euch mit VFX zu tun? Wir haben im Moment 48 Zuschauer und von den 48 Zuschauern heben 13 die Hand. Wunderbar. 15. 15 war die letzte. So, dann bleibt mir nichts weiter, als eine spannende Masterclass zu wünschen. Und ich übergebe an unseren Moderator und unser DAF-Mitglied Sebastian Leutner. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Sebastian Leutner. Ich bin der Sektionsvorstand der Sektion VFX der DAF. Und es freut mich natürlich insbesondere im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen heute eine Premiere zu haben mit der ersten VFX Masterclass. Und da haben wir uns drei besondere Produktionen aus dem letzten Jahrgang ausgesucht, die ins Fernsehen oder kamen oder gestreamt wurden. Das sind einmal Bad Banks, die zweite Staffel, Dark, die dritte Staffel und Spites als Genreproduktion. Also wir haben hier schon das komplette Spektrum der VFX. Ich selbst bin auch schon seit über 10 Jahren VFX-Producer. Meine Aufgabe ist so ein bisschen sicherzustellen, dass auch jeder das versteht, was wir heute sozusagen rüberbringen wollen, wie die Kreativität umgesetzt wurde bei den ganzen Produktionen der Visual Effects, weil oftmals ist Visual Effects für viele halt noch ein Geheimnis, wie das tatsächlich entsteht. Und heute bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel auf jeden Fall. Dafür möchte ich natürlich ganz gerne meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die die Produktion tatsächlich im Team und federführend verantwortet haben. Und von jedem VFX-Team der drei Produktionen haben wir heute zwei Vertreter da. Und damit das Ganze natürlich so ein bisschen Einblick vermittelt, würden wir mit den Making-ofs der drei Produktionen anfangen. Also wir zeigen zuerst das Making-of von Bad Banks 2. Dann kommen jeweils die leitenden Team-Supervisoren, Mitglieder zum Wort. Und da können auch Fragen gestellt werden, konkret zu den Produktionen. Und im Anschluss, wenn wir mit allen drei Produktionen durch sind, gibt es noch gerne allgemeine Fragen zum weiten Feld der Visual Effects, weil die Visual Effects haben in den letzten 10 Jahren einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Deutschland ist da definitiv führend. Und das kann man auch in den drei Produktionen sehen, die sehr vielfältig sind. Wir fangen an mit Bad Banks 2. Da freut es mich, zwei geschätzte Kollegen vorzustellen. Zum einen den VFX-Supervisor auf Produktionsseite, Dennis Behnke. Zum anderen Igor Majdancic, der VFX-Supervisor auf Studioseite. In dem Fall war es das VFX-Studio Lava Labs, die sich um die Umsetzung gekümmert haben. Bad Banks 2. Es ist eine Produktion, da geht man im ersten Moment nicht von exorbitant vielen VFX aus. Aber die große Kunst ist es bei dieser Produktion, qualitativ hochwertige, unsichtbare VFX umzusetzen. Und das haben die zwei definitiv gewährleistet. Deswegen haben sie auch eine verdiente Nominierung bekommen von der Jury. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Breakdown. Und dann würden die zwei noch ein bisschen mehr Details zur Produktion erzählen. So, nochmal einen kleinen Überblick und los geht's. Musik.
Ja, dann fange ich vielleicht mal an. Danke, Sebastian, für die Intro. Mein Name ist Dennis Binke. Bin, wie Sebastian schon gesagt hat, freier VFX-Supervisor. In dem Fall für die Letterbox-Filmproduktion, die Bad Banks produziert hat, zuständig gewesen und verantwortlich gewesen. Ich habe das zusammen mit dem Igor gemacht. Der wird sich eben gleich auch noch vorstellen und ein paar Worte zu der Produktion sagen. Der Inhouse-Supervisor für die Firma Lava Labs, mit der wir sozusagen die Effekte umgesetzt haben. Zwei, drei Worte vielleicht zu den VFXen. Bad Banks ist ja nicht der klassische Science-Fiction-Thriller oder die Fantasy-Serie mit wahnsinnig viel aufwendigen VFXen, sondern ist in erster Linie dafür gefeiert worden, ein Finanzwelt-Thriller zu sein, der sehr authentisch und nah am Original dran ist, sehr gut recherchiert und fast dokumentarisch sozusagen die Geschäfte der Banken und Investmentfirmen erzählt. Und die zweite Staffel setzt sozusagen direkt nahtlos an die erste an. Wir enden sozusagen mit dieser Bankenkrise und beginnen sozusagen mit einem neuen System von windigen Playern, Startups, sogenannten Fintech-Firmen, die sich sozusagen im neuen Berlin, dem Zentrum für diese Startup-Szene, etablieren und sozusagen mit dieser modernen, jungen Digitalisierung die Großbanken aufwirbeln. Und das zentrale Thema jetzt für uns oder die Visual Effect-Arbeit war eben, dieser neuen Startup-Fintech-Szene ein Gesicht zu geben, optisch. Das haben wir in unserem Film den Inkubator genannt, den wir sozusagen von außen wie innen erzählen. Das ist, wie ihr es eben in dem Video gesehen habt, ich hoffe, es hat nicht zu sehr geruckelt, dieses sehr cube-artige, doch modern, futuristisch anmutende Gebäude, in dem sich dann eben diese wabenartigen Cubes befinden, in dem eben diese sogenannten Startups ansässig sind, die eben hier auf diversen Etagen und in der Reihe geschaltet sind, um möglichst vielen kleineren von diesen Firmen eben einen Standort zu geben. Und das war eben das Thema für uns, hier etwas zu gestalten, was man optisch so vielleicht noch nicht gesehen hat und was es so auch noch nicht gab. Und das möglichst aber unauffällig und unaufdringlich sozusagen zu visualisieren. Und das Ganze hat damit angefangen, dass die Produktionsdesignerin, in dem Fall Silke Buhr, mit ersten Layout-Mut sozusagen um die Ecke kam, die eben auf dieser wabenartigen Struktur dieses Inkubator-Systems basierten. Und wir haben das dann sozusagen aufgegriffen und die Visualisierung weitergeführt. Wir hatten dann eben dieses Motiv, was man eben auch in dem Making-of sehen konnte, dieses cube-artige Gebäude, was in Luxemburg steht, ein Campusgelände ist, was futuristisch anmutet, was wir sozusagen für die Außenaufnahmen benutzten. Das mussten wir visuell sozusagen nach Berlin verlegen, was eben die Aufgabe war, da dieses Startup eben dort ansässig ist. Das heißt, in diversen Außenaufnahmen und Drohnenflügen haben wir sozusagen das Luxemburg eliminiert und das eigentliche Berlin etabliert und das Gebäude von innen eben um diese sogenannten Cubes extended. Ich hatte eben gerade schon gesagt, in sehr enger Zusammenarbeit natürlich mit Regie Sebastian Zübert und dem DOP Chao der Produktion und eben Silke Buhr, haben wir angefangen, Layouts zu machen von den Innenmotiven, um eben genau auch mit dem Szenenbild abzustimmen, was wird gebaut, was benötigen wir vor Ort und was wird dann eben digital ergänzt und geschaffen. Und ja, ich war diverse Male dort vor Ort, um entsprechende Locations zu bemessen, auszumaßen, um so eben zusammen mit Silke und Lava Labs dort entsprechende Layouts anfertigen zu können, damit wir eben genau wussten, was gebaut wird und wie es dann später eben auch aussehen würde. Das war auch wichtig für unseren DOP, um eben jederzeit genau zu wissen, welche Optiken er dann verwenden müsse und wann er was eigentlich im Bild sieht. Und das war das zentrale oder aufwendige Thema bei Bad Banks, dieses System, diesen Inkubator von innen und außen sozusagen zu erzählen. Und
Insgesamt vielleicht kann ich sagen, es ist eben nicht der klassische oder die klassische Visual Effect Serie. Insgesamt haben wir roundabout 50 Visual Effects Shots bearbeitet. Die aufwendigsten oder größten waren eben diese Set Extensions von Berlin und des Inkubators. Da kann Igor gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie dieser Inkubator entstanden ist und gebaut wurde und realisiert wurde. Und ansonsten natürlich auch mit den klassischen Elementen von, wir hatten eine Unfallszene, wir haben diverse Retuschen und solche Sachen, die jetzt aber eben eher ein bisschen zu vernachlässigen sind. Und ja, ich würde jetzt vielleicht einfach Igor ganz kurz bitten, ein bisschen aus dem Inhouse zu erzählen, wie er bestimmte Sachen bei der Firma Lava Labs angegangen ist und umgesetzt hat. Danke, Dennis. Ja, ich bin Igor Madanschek. Ich war der VFX-Supervisor auf Lava Labs-Seite. Und einen Augenblick, damit man das natürlich noch mal ein bisschen besser sieht, teile ich noch mal kurz. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Auf diesem Bild sehen wir, dass das Gebäude, was Dennis gerade angesprochen hat, das war der Inkubator. Genau, also das hier. Ich hoffe, ihr seht das. Ich höre euch nicht. Genau, also das ist der Inkubator. Und das war, wie Dennis schon sagte, stand das in Luxemburg. Und wir mussten quasi Luxemburg hier im Hintergrund entfernen beziehungsweise das Ganze nach Berlin setzen. Die Schwierigkeit bei dieser Aufgabe war, dass wir durch die Aufnahmen an sich, die quasi durch verschiedenste Drohnenflüge hergestellt worden sind, dass wir da das Berlin erzählen mussten. Und das, was natürlich am markantesten von Berlin ist, ist natürlich der Alex und das Park-In-Gebäude direkt daneben, was wir hier sehen. Und das Ganze in einen vernünftigen Scale zueinander zu bringen. Denn von diesen Gebäuden hier, die wir hier sehen, ist es so, dass wir sehr große Gebäude an sich haben. Und wenn wir zum Beispiel den Alex sehr weit nach vorne holen würden, würden wir die Kugel verlieren. Und wenn wir die Kugel verlieren, haben wir eigentlich nur noch einen Zylinder und dann wird es mit dem Erkennen schon schwieriger. Das heißt, die Hauptaufgabe war es hier, Berlin zwar zu zeigen, aber das Ganze künstlerisch umzusetzen, so dass wir es erkennen können, ohne jetzt den genauen Wert oder das direkte Verhältnis zu haben, was wir in den Shots sehr schön umgesetzt haben. Und dann war die Schwierigkeit natürlich, das Ganze aus verschiedensten Perspektiven hinzubekommen, denn wie wir zum Beispiel zwischen diesen zwei Fotos sehen, durch die Drohnenaufnahmen, die wir bekommen hatten, dass zum Beispiel hier das obere Teil des Bildes halt deutlich kleiner ist als hier durch den Winkel und dann musste man immer wieder ein bisschen versuchen, den Alex da reinzudrücken, damit wir immer dieses Gefühl von Berlin mitteilen, damit es nicht einfach nur irgendeine Großstadt ist. Das war allerdings soweit nichts Aufregendes. Der spannende Teil war natürlich der Incubator von innen, denn wie der Dennis auch schon sagte, ist das Design des Incubators, das hatte man so bisher noch nicht gehabt und in enger Zusammenarbeit mit Dennis und mit Produktion sind wir dann langsam diesem Design entgegengekommen. Und da ging es natürlich darum, dass man was Imposantes gestalten möchte. Dementsprechend war auch der echte Incubator, also dieses Gebäude in Luxemburg, auch zu klein. Und wir mussten das Ganze noch in die Tiefe erweitern. Die Schwierigkeiten, die wir dabei hatten, waren natürlich, dass das Ganze, um einen sehr filmischen Look auch zu haben, mit anamorphen Linsen gedreht worden ist, was beim Tracking natürlich Probleme bereitet, weil die Linse sehr stark atmet, sich zu den Rändern hinzieht, wenn Schärfe gezogen wird und so weiter und so fort. Allerdings nichts, was jetzt unlösbar wäre. Allerdings muss man auch diesen Raum erzählen. Und das war zum Beispiel eine Schwierigkeit, die ich zumindest am Anfang nicht so bedacht hatte, dass man halt einfach diesen großen Raum mit den Lichtern, die man hat, erzählen muss. Und zwar ist dieses ganze Gebilde sehr stimmungsvoll geleuchtet. Das ist nicht so, dass da jetzt einfach ganz klare Lichter sind, sondern es sind einfach einzelne Lichter oben und das meiste Licht kommt dann eigentlich vom Incubator selber, also von diesen Büros. Und dass man dann aber diese Größe erzählen kann, das war eine interessante Aufgabe, gerade auch, weil diese Materialien sehr einfach sind.
dadurch hat sich, wie spielt das Licht auf den Kanten, was reflektiert wie, wo, wie tief geht die Reflexion. Das war ein Vor und Zurück, wo wir ganz eng Compositing und 3D zusammenarbeiten mussten, damit dann das Bild, wie wir es hier gerade haben, dann entstehen konnte. Ansonsten ist es eine ganz klassische Pipeline gewesen. Wir haben das Konzept mit Dennis gemacht, dann haben wir das in 3D umgesetzt. Es wurden Notes draufgegeben. Wir haben das vor, zurück mit 3D und Compositing gemacht und am Ende hatten wir dann dieses Ergebnis. Genau. Genau, vielleicht darf ich noch eine kurze Sache ergänzen. Selbstverständlich. Wenn man das jetzt hier so sieht, wirkt das sehr stilistisch und sehr clean. Aber genau das war eben auch ein bisschen dieser Anspruch dieser, sage ich mal, futuristisch anmutenden Start-up-Welt sozusagen. Und wir haben uns da eben, wie gesagt, mit Produktion und Silke Buhr sehr lange ausgetauscht, wie wir da rangehen. Aber das war am Ende doch der Wunsch. Und man kann es daran auch erkennen, dass das unterste Stockwerk, also die unteren Inkubatorenräume sozusagen, das sind also alles Räume, in denen dann auch Handlung spielt und so weiter, der unterste war sozusagen von Silke Buhr gebaut und wir haben sozusagen eigentlich nur in die Tiefe und in die Höhe das ganze wabenartige Gebilde sozusagen extended, was man hier eigentlich noch ganz, ganz schön sehen kann. Genau, das war eigentlich so die Hauptaufgabe, Bad Behangs dort, sage ich mal, einen sogenannten Key Visual zu geben, um dieser ganzen Szene, die in der zweiten Staffel eine große Rolle spielt, sozusagen ein Gesicht zu geben. Genau. Bei dem Bild möchte ich gerne noch hinzufügen, dass wir natürlich alles komplett in die Tiefe gebaut haben. Also es war nicht nur in die Tiefe links, rechts und ein paar nach vorne. Je nach Schuss und je nach Kameraeinstellung mussten wir das komplette Ding bauen, was natürlich auch noch zu diversen Komplexitäten geführt hat, bei zum Beispiel Renderzeiten und so weiter und so fort. Und wir hatten auch noch, da ja teilweise noch ein bisschen Innenleben erzählt werden musste, mussten wir dementsprechend auch Sachen in die Incubator stellen, von gedrehtem Material über 3D-Elemente, die sich bewegen, damit auch von innen Leben herrscht. Also, und auch mit einfachem Material, das sagte ich gerade so salopp, aber das hat halt gewisse, das birgt gewisse Probleme, weil es so also einfach scheint, dass das gut umzusetzen ist und das wirkt aber sehr modern. So, danke. Ja, vielen Dank, Dennis und Igor, für diesen Einblick in die Produktion der Visual Effects. Wir sind im Endeffekt, jetzt besteht die Möglichkeit, schon direkt Fragen zu stellen, wenn es projektspezifische Fragen gibt dazu, aus dem Publikum, von den Zuschauern. Ansonsten allgemeine Fragen, bitte gerne, wenn alle drei Produktionen sozusagen ihre Details, ihre Geheimnisse preisgegeben haben. Kam in der Saskia. Ja, ich sehe hier gerade im Moment keine Fragen. Genau, dann würde ich doch sagen, fahren wir fort mit der nächsten deutschen Produktion, die international für einiges Aufsehen gesorgt hat beim Streaming, bei der Streaming-Plattform Netflix, nämlich Dark, in dem Fall die dritte Staffel. Das ist eigentlich hauptsächlich eine Produktion made in Germany, dementsprechend auch die Visual Effects. Und da haben wir von dem federführenden Visual Effects Studio bei dieser Produktion Rise FX zwei Vertreter, zwei Kollegen am Start. Das sind zum einen der Nicolas Loy, der als VFX-Supervisor die dritte Staffel sozusagen hauptamtlich supervised hat, und der Dominik Trimborn, der in dem Fall sozusagen mit Team Projektleiter war als VFX-Producer. Genau, und dann haben wir gleich mal einen Einblick da drin. So. Thank you.
Dann würde ich jetzt mal übernehmen, oder Sebastian? Ja, genau. Also ich bin Visual Effects Producer auf der Show gewesen und wollte kurz einleiten, bevor der Nico übernimmt. Das ist die dritte Staffel, die wir mit Dark zusammen gemacht haben. Also wir haben alle drei Staffeln gemacht bei Rise. Die erste Staffel ist in Berlin noch gelaufen. Ab der zweiten sind wir dann nach München gezogen, zu Rise München. Das hat einen Grund, dass die Förderung in München auch TV-Produktionen fördert, die FFF Bayern. Und deswegen ist man dann nach München gezogen und wir haben uns dann ab dem Moment um das Projekt gekümmert. Ihr seht, es sind sehr viele verschiedene Tasks in diesem Projekt mit drin. Also da geht es von aufwendigen FX-Simulationen bis einfache Map-Pendings und so weiter. Dazu geht Nico gleich näher drauf ein. Wir haben das Projekt jetzt die dritte Staffel angefangen zu kalkulieren. Ich war da ganz früh mit drauf. Wir hatten aber nur 4 Bücher am Anfang von 8, weil Netflix sehr schnell wieder anfangen wollte, die dritte Staffel zu machen, weil es so ein großer Erfolg war. Und daraufhin haben wir erstmal die ersten 4 kalkuliert und dann immer mehr peu à peu sind die anderen dazugekommen. Das hat alles soweit ganz gut geklappt, aber natürlich sind Visual Effects Aufgaben und die Anzahl der Shots von jeder Staffel aufwendiger geworden und mehr geworden. Das Budget am Anfang war noch wesentlich kleiner, als das dann in der dritten Staffel jetzt der Fall war. Die große Herausforderung für uns jetzt bei Rise war, dass das Timing extrem eng war. Also wir hatten für die ganze Bearbeitungszeitraum nur 4 Monate Zeit, was eine Herausforderung war, vor allem, weil dann auch noch Corona aufgetaucht ist, mitten in der Postproduktion. Das heißt, wir mussten schauen, dass alles noch weiter läuft. Das Timing war ohne Corona schon aufwendig. Und Corona-Serum. Wir haben gerne gedacht, das wollte ich auch dazu sagen, einer da mit dabei gewesen. Und Ari hat auch noch ein paar Shots übernommen. Aber den Großteil haben wir jetzt gemacht, weil wir auch sozusagen davor die einzigen waren, die an der Show gearbeitet haben. Ein großes Ding ist die Black Meta. Die haben wir sozusagen immer weiterentwickelt. Von Staffel 1 wurde die kurz vorgestellt und ist dann immer weiter und weiterentwickelt worden. Dazu geht Nico sicherlich gleich näher drauf ein.
So, deswegen, das war jetzt der kurze Intro von meiner Seite. Und Nico, du kannst jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Und wenn ihr Fragen habt, bin ich gern später nochmal für euch zu haben. Jo, genau. Hi, ich bin Niklas Loy, eben VfX-Supervisor auf DAG gewesen für die zweite und die dritte Staffel. Und ich share jetzt mal hier meinen Screen, dann könnt ihr auch ein bisschen was sehen. So, genau, also ein paar Fakten noch irgendwie zu der Show, da gehe ich jetzt mal schnell durch. Dominik hat auch schon einiges gesagt. Also Baban Boroda war der Regisseur und Jan Tiefriese hat das Drehbuch geschrieben. Die waren auch beide Showrunner auf der Show. Das ist so ein Sci-Fi-Mystery-Genre. Wir sind, wie gesagt, in der dritten Staffel. Und also die ist jetzt seit Ende Juni auch auf Netflix zu sehen. Und das Ganze wurde, wie gesagt, in Deutschland produziert und in Berlin, Babelsberg gedreht. Der Dreh lief von Juni bis Dezember letztes Jahr und dann die Postproduktion von November bis Mai. Das erwähne ich tatsächlich auch deswegen, weil bei DAG, für die es gesehen haben, es geht ja um Zeitreisen und es gibt verschiedene, also man hat sich quasi die verschiedenen Jahreszeiten hergenommen, um diese verschiedenen Zeiten auch zu repräsentieren. Das heißt, beispielsweise der Sommer, das ist die Gegenwart, da ist alles noch gut und dann im Herbst und im Winter hat man halt die Parts gedreht nach der Apokalypse, also was man jetzt hier auf der linken Seite sehen kann. Was man sich jetzt speziell in der dritten Staffel quasi, was da auch noch von Bedeutung war, ist diese Parallelwelt, dieses Spiegeluniversum quasi. Das gab es vorher noch nicht. Da ist es jetzt so, das war für VfX tatsächlich am Ende gar nicht so aufwendig, das umzusetzen, weil man hier im Prinzip das Art Department hat einfach alle Schilder, die es gibt, gespiegelt, ausgedruckt und man hat dann am Ende das Kameramaterial quasi komplett gespiegelt, sodass die Schrift dann wieder richtig herum ist. Dementsprechend gab es viele Shots, wo eigentlich dann VfX-technisch gar nichts zu tun war. Hier haben wir beispielsweise natürlich jetzt das AKW eingesetzt oder die Ampel noch auf die andere Seite gesetzt, also die wurde dann nicht extra ausgegraben. Aber das fand ich halt auch eine sehr coole Art und Weise oder interessante Art und Weise, das zu drehen. Und also hier ist es sogar so, in der Parallelwelt fährt man trotzdem auf der rechten Seite und da wurden dann Autos aus England besorgt, wo der Fahrer quasi auf der rechten Seite sitzt, sodass er dann wieder auf der linken Seite sitzt, wenn man das Material gespielt hat. Das ist ein Bild aus dem Bazaar quasi, wo die Black Matter quasi, also zum ersten Mal drin geboren wird. Und hier ist das gleiche Set dann in der zerstörten Variante in der Zukunft. Beim Dreh war hier eben total wichtig, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Und was wir echt super viel benutzt haben für beide Staffeln eigentlich, war der LiDAR-Scanner. Das ist dieses Gerät. Und damit haben wir im Prinzip die ganzen Sets gescannt. Da entstehen dann Bilder wie dieses hier. Und wenn man dann aus verschiedenen Positionen scannt, bekommt man quasi ein komplettes 3D-Abbild von diesen Sets, die ihr gerade gesehen habt. Und also das ist hier das Gegenwart-Set und hier sieht man so diese kleinen schwarzen Punkte, das sind Positionen, von denen gescannt worden ist. Und das ist das gleiche Set dann in der zerstörten Variante. Hier beispielsweise nochmal das Haus Kahnwald. Ja, und nebenher halt hat man natürlich dann auch, haben wir ganz normal, was für jede VfX-Show eigentlich in der Regel gemacht wird, also Daten gesammelt, Reflektionen, also Referenzen quasi für Farben etc. Und HDRs geschossen, um das Licht vom Set einzufangen. Der Workflow war total wichtig für uns und auch total sinnvoll und hilfreich, weil wir kaum von Hand irgendwas leuchten mussten. Also man hatte im Prinzip dadurch, dass man die Farben hier in dem Panorama und in dem Shot synchronisieren konnte und dann die Lichtinformation aus dem Panorama hat und die Positionsdaten aus dem Scan, konnten wir halt
die Menge an Shots, die ja doch echt enorm dann war. Also wir hatten ja 162 Shots in Season 3 und ungefähr auch so viele in Season 2, konnte man dann dadurch ganz gut umsetzen. Dann kommen wir zur Black Matter. Also wir haben natürlich irgendwie total viele verschiedene Effekte gemacht, wie ihr in dem Breakdown auch gerade sehen konntet. Und das war natürlich also für einen VFX-Supervisor eine wahnsinnig geile Aufgabe, dass man da so viele verschiedene Dinge machen kann. Und die Zusammenarbeit mit Bo war halt auch super, weil wir wirklich auch vieles mitgestalten konnten. Ich habe mich jetzt mal für die Präsentation beschränkt auf 2-3 Elemente. Speziell jetzt, also für die Story natürlich auch sehr wichtig sind. Und das ist natürlich die Black Matter. Die musste ein paar Dinge erfüllen. Also einerseits haben wir von Bo eine Referenz bekommen. Also er hat sich das erstmal so vorgestellt. Also so ein schwarzer, wabernder Materie. Und wir haben versucht, das dann, also hier ist so eine Skizze, die wir dann angefertigt haben. Wir haben versucht, das mal so ein bisschen einzugrenzen. Was muss die können? Wie groß ist die? Im Prinzip, welche Stati oder welche Zustände kann die haben? Und das sind jetzt im Prinzip so eine Auswahl an Zuständen, die diese Black Matter hat. Also die instabile Form, die dann, die wir ja total oft sehen, wo sie halt sehr unruhig ist. Die stabile Form, wo sie sich zu einer Kugel bildet, aber dann halt auch so den Tornado jetzt für das Finale der dritten Staffel dann quasi und auch den großen Dome, der dann diese Apokalypse einleitet. Inspiriert wurden wir dann von diesem hier. Das ist ein Ferrofluid, also eine magnetische Flüssigkeit. Und könnt ihr mal auf YouTube nachschauen. Also in Bewegung sieht es noch viel geiler aus. Das ist im Prinzip, wenn man da mit Magneten runtergeht, wirkt es total organisch und kriegt Stacheln und also wirkt echt wie lebendig. Und und die Sonne natürlich, weil es ging natürlich auch darum, eine Energiekugel also zu bilden. Und die Black Matter sollte natürlich zeigen, wie viel Kraft da drin schlummert. Das sind jetzt quasi erste Entwürfe, die wir dann von der Black Matter angefertigt haben. Hier sind verschiedene Layer. Also die Black Matter ist nicht nur ein Objekt, sondern es gibt quasi verschiedene Layer von dieser schwarzen Materie, die ineinander stecken und sich auch in unterschiedliche Richtungen bewegen, um so ein bisschen diesen Chaos-Charakter, das Unberechenbare auch durchzubringen. Und außerdem hat die dann halt auch so einen Staub- und Partikel-Layer. Was wir hier gemacht haben, um überhaupt die Menge an Shots runterzuarbeiten und auch zu gewährleisten, dass die alle gleich aussehen. Wir haben alles in Deep gerendert und das hat uns halt auch sehr eine große Flexibilität ermöglicht, weil wir dadurch sehr viel im Compositing lösen konnten. Beispielsweise hat die Black Matter, also das ist jetzt hier eine Punktwolke quasi liegen. Die Black Matter hat ja im Prinzip immer diese Lichtquellen in der Mitte, diese Energie, die sich innen drin bewegt, dort auch, wo die Blitze einschlagen. Und da hatten wir natürlich mit Bo viele Iterationen, beziehungsweise das ist genau das, wo man natürlich viel daran arbeitet, weil es animiert ist, also wo man halt dann sagt, ja, das Licht soll sich ein bisschen schneller bewegen, ein bisschen langsamer, ein bisschen früher, vielleicht zwei Lichtquellen. Und das konnten wir halt alles im Compositing steuern, auch in der Tiefe quasi diese Lichtquelle jederzeit verschieben und mussten dafür nicht nochmal rendern. Das war total hilfreich. Für die Lichtinteraktion im Set, weil das natürlich, die Blitze leuchten ja auch, haben wir eben auch diese LiDAR-Scans genutzt. Und zwar haben wir halt da einige der Sets komplett nachgebaut in 3D. Ein paar Objekte, die diese Säulen und die Pyramide in der Mitte haben wir dann nochmal mit höherem Detailgrad nachgebaut. Für die anderen Objekte haben wir den Scan so benutzt. Und dadurch konnten wir halt die Reflexionen quasi genau auf diesen metallischen Teilen dann auch rendern. Beispielsweise auch hier. Hier hat es nämlich auch, also in der Höhle hat es dann auch geholfen, weil man natürlich viel leichter die Höhle nach oben erweitern konnte. Also die quasi ein Dach für die Höhle zu bauen, war dadurch easy, weil man im Endeffekt die Topografie der Höhle am Set schon hatte und die nach oben hin dann seamless quasi erweitern konnte. Hier sind jetzt noch so mal ein paar, paar Layer, wie einer von den Unbekannten quasi hier reinläuft. Also dass man auch sieht, wir mussten dann im Endeffekt auch noch Interaktion gewährleisten. Also hier hat man die stabile Black Matter außen und innen drin diese unkontrollierte Kraft und
in den der da reinläuft. Und das ist dann im Endeffekt der Tornado. Hier mussten wir einen etwas anderen Approach wählen, weil sich die Black Matter hier so schnell rotiert und dann auch innen drin hohl ist. Sie schluckt ja Mata. Und da haben wir im Prinzip drei, eigentlich wie so Donuts aus schwarzer Materie gebildet, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zueinander bewegen. Das war deswegen auch wichtig, weil, komme ich gleich später noch drauf, wenn wir drinnen sind in dem Tornado, aber hier sieht man auch ganz schön links unten quasi der Staub und das Licht quasi auf dem Set quasi sich da schön einfügen, dadurch, dass wir diese Positionsdaten aus dem Scan hatten. Hier ist eben Mata in dem Tornado drin und hier mussten wir erstmal das Licht auf ihr wiederherstellen. Das ist so, dass wir mit sehr hoher Framerate gedreht haben und das parallel immer geblitzt hat. Und es war insofern ganz gut. Wir mussten zwar das Licht immer wieder herstellen aus verschiedenen Frames, aber dadurch hatten wir die Möglichkeit, weil die wirklich so eine hohe Framerate hatte, dass wir fast auf jeder Ausrichtung quasi von ihrem Gesicht irgendwo Licht hatten und wir konnten im Nachhinein trotzdem recht frei entscheiden, Bo konnte sich aussuchen, an welchen Frames er das Licht haben will, also die Blitzeinschläge, ohne dass wir jetzt in 3D quasi Licht auf ihr neu, also ein Modell von ihr anfertigen mussten und Licht auf ihr rendern müssen, weil das halt sehr aufwendig ist. Wir haben trotzdem das Gesicht getrackt mit Face Tracker quasi in Loop. Das ist ein wunderbares Tool. Und die Arme haben wir klassisch über Automation getrackt und dann diese Wunden in ihr Gesicht eingefügt und die Blitze positioniert. Dann haben wir den Apparatus. Das ist im Prinzip in Staffel 2 eingeführt worden. Da hat man das kurz am Ende gesehen. Und jetzt wurde dieser Apparatus in Staffel 3 ja viel öfter verwendet. Und dann haben wir im Prinzip, also hier war der Workflow ähnlich. Wir haben halt eine Automation gemacht von den Händen. Da ging es wieder um Reflexionen, Schatten, Lichtinteraktionen. Das mussten wir deswegen machen, damit wir eben, weil es der Apparatus leuchtet, damit der eben das Licht auf der Hand zu sehen ist und dann auch die Reflexionen der Hand und die Schatten der Hand auf dem Apparatus wiederum zu sehen sind. Den benutzt man eben, um Zeitreisen zu machen. In Season 2 haben wir Zeitreisen ja mit diesem Apparatus gemacht, also dieser Kiste. Und das ist auch angelehnt an die Black Matter, also quasi Schwarz und Blitze. Und das hat dann so ausgesehen, dass sich diese Kugel vergrößert hat, die Person geschluckt hat und dann war man. In Season 2 haben wir am Ende diesen Time-Travel-Effekt, den wir dann in Season 3 benutzt haben, schon mal kurz angeteasert, nur aber durch ein Licht quasi im Verborgenen. Und jetzt in Season 3 hat man den dann zum ersten Mal gesehen und der ist im Prinzip, um quasi diese zwei Welten auch zu verdeutlichen und die Unterschiede, ist er ähnlich aufgebaut, hat auch eine Kugel, allerdings jetzt mit Licht und Gelb statt, also nicht diese blauen Blitze, sondern quasi dieses gleißende Licht. Und hier löst sich halt Mata auf. Da haben wir eine 2D-Card gemacht. Also wir haben die Mata ausgeschnitten und haben sie als Emitter benutzt für Partikel. Und hier wird sie dann aufgelöst. Die Partikel werden quasi von diesem Dome, der sich erweitert, angeregt und fangen zu leuchten an. Und dann ist sie im Prinzip weg. Und zu guter Letzt der World Cleaver. Das ist quasi das Element aus der echten Welt, wenn man so will. Der Uhrenmacher hier, der hat ja im Prinzip dieses Gerät gebaut und damit erst die zwei Welten erschaffen. Und hier ging es dann quasi darum, diese zwei Elemente, also die Black Matter und dieses leuchtende, helle Element von dem Time-Travel-Effekt aus der anderen Welt zu kombinieren, weil dieses Gerät ja dann dafür verantwortlich, also so als Zeichen, als Symbol dafür, dass dieses Gerät, da ist noch alles vereint und die Welten werden dann gespaltet. Und hier haben wir quasi genau diese Elemente wieder aufgegriffen. Wir haben die Blitze, wir haben das gelbe Licht in der Mitte und die Partikel. Und oben, wenn man guckt, da ist so dieser Zylinder. Das ist quasi angelehnt an den Zylinder aus dem Apparatus aus der zweiten Staffel. Also dieser hier. Und hier haben wir halt auch das gesamte Objekt in 3D nachgebaut, weil wir die Reflexionen
Also das ist original vom Set und hier haben wir dann unseren Effekt draufgelegt, weil wir die Reflexionen halt von den ganzen Effekten auf das Objekt bekommen mussten. Genau, das war es erstmal und jetzt könnt ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ja. Ja, vielen Dank, Dominik und Nico. Das war sehr, sehr umfangreich, sehr schöner Einblick in die Produktion. Gibt es Fragen? Ich checke gerade mal mit Saskia gegen. Oh ja, Moment. Genau, das kann ich an euch direkt stellen, vorlesen für alle. Wurden zum Leuchten die HDR-Bilder auch auf die 3D-LiDAR-Daten gemappt für das räumliche Licht? Nein, also da ist es so, der LiDAR-Scanner macht schon auch Fotos, die natürlich keine sehr hohe Auflösung haben. Also die Bilder, die ich gerade gezeigt habe von dem Scan, die sind ja auch quasi texturiert. Aber wir haben zum Leuchten dann tatsächlich nur rein die Sphäre quasi, also auf eine Kugel gezogen und die Geometrie dann genutzt, um einen Reflection Pass zu erzeugen. Und die dann wiederum auf das finale Bild addiert. Da ich keine Frage stellen kann, stelle ich sie einfach jetzt nochmal so. Ihr habt gesagt, ihr hattet 4 Monate dafür Zeit. Ich meine, der Umfang war ja schon groß. Mit wie vielen Leuten habt ihr da drauf gearbeitet? Ich glaube, Dominik, vielleicht weißt du es besser, ich glaube circa 40, also alles, ja. Alles in allem, 3D-Produktion, Comp. Also wir haben, ich muss das schon ein bisschen korrigieren, wir haben natürlich schon ein bisschen Vorfeldarbeit gemacht, also 4 Monate waren sozusagen die Zeit ab dem ersten Turnover vom ersten Shot bis zum letzten Turnover, das war super eng, aber wir konnten natürlich schon so Look-Dev-Entwicklungen für Black Matter und diesen ganzen Sachen schon vorziehen, manche Assets bauten. Da der Dreh sehr lang war, kam Nico natürlich schon früh vom Set wieder zurück und wir konnten einige Assets schon anfangen zu bauen und vorzubereiten. War aber immer auf eigenes Risiko, weil wir natürlich noch nicht wissen, ob der Shot im Film landet. Das heißt, durch die enge Zeit mussten wir auf eigenes Risiko schon ein paar Assets bauen und die hätten aber auch dann wieder rausfliegen können und dann hätten wir auch kein Geld dafür verlangen können. Also das ist dann immer so ein bisschen der Weg, den wir dann gehen müssen, damit wir das Timing halten können. Ein Riesenvorteil war natürlich auch, dass viele der Elemente, die wir in Season 3 benutzt haben, also alles baut so ein bisschen aufeinander auf. Ne? In Season 1 hatten wir die die Kühltürme diesen Black Dome quasi. Und in Season 2 haben wir dann die Black Matter zum ersten Mal gesehen. Und die Kühltürme natürlich, die ziehen sich ja durch. Und die hatten wir schon gemacht. Und die sind dann besser geworden. Wir haben den Workflow da optimiert. Aber wir haben die im Endeffekt verfeinert und jetzt in der dritten Staffel haben wir die Kühltürme halt, also das war gar nicht mehr so das Riesending, also da ging es dann tatsächlich mehr um die neueren Elemente, um diesen Tornado, um eben diesen Time-Travel-Effekt mit dem gelben Licht. Und die Black Matter, da war es eben auch so, wir haben das Asset aus Season 2 genommen und haben es, dadurch, dass wir viel mehr Shots hatten, einfach verfeinert und den Workflow optimiert, sodass wir auch, wenn wir neue Compositor hatten, die noch nie auf dem Projekt waren und wegen Corona war es dann zum Teil auch so, dass wir Ausfälle hatten, dass wir, also die sind nicht krank gewesen, aber dass Leute einfach nicht über die Grenze gekommen sind, weil wir ja auch Leute haben, die nicht aus Deutschland zum Arbeiten kommen, dass wir dann auch remote zum Teil arbeiten mussten und wir gewährleisten mussten, wenn ich jetzt irgendwie einen neuen Compositor an einen Black Matter Shot setze, dass der nicht eine Woche braucht, bis er überhaupt irgendwie eine Version fertig bekommt, sondern dass man relativ schnell in diese Tools reinkommt. Und es war eine 4K-Show. Ja, das habe ich mich schon gefragt. Die 4K und dann noch Deep. Okay, ist eine Ansage. Ich habe vielleicht noch eine kurze Frage, wenn keine andere gerade reinkommt, und zwar, das ist ja ein praktischer Entwicklungsprozess über diese 3 Staffeln. Ne? Und ich nehme mal an, nach der ersten Staffel, als es erfolgreich war, war klar, dass es irgendwie eine 2. und 3. Staffel gibt. Und das baut ja alles aufeinander auf. Mich würde mal interessieren, inwieweit Sachen in der 1., 2. für die 3. irgendwie schon an Idee entstanden, weil man eben aufeinander aufbaut. Es muss ja nachher tatsächlich irgendeine Art von Erklärung oder System geben, das sich pro Staffel da etabliert. Gab es da von vornherein schon Ideen von seitens der Produktionsdesigner oder ist das wirklich mit jedem Buch beschrieben und neu entstanden?
Teils, teils. Also es war schon so, dass Bo und Jantje, glaube ich, also ohne ihnen jetzt was unterstellen zu wollen, aber ich glaube, die hatten schon natürlich einen Überblick, aber ich glaube auch nicht, dass alles, also dass die wussten nicht in Staffel 1, wo in Staffel 3 die Reise hingeht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch nicht klar, dass es 3 Staffeln werden. Und also Bo hat schon immer am Set irgendwie so ein paar Sachen durchleuchten lassen. Also beispielsweise, als wir jetzt am Ende von Season 2, als dieser goldene Lichtschein zum ersten Mal und dieser Kugelapparatus aufkam, da wusste Bo schon, dass es in Staffel 3 in die Parallelwelt geht. Und damit konnten wir quasi schon so ein bisschen rechnen. Aber wir haben auch, wir mussten schon so ein bisschen flexibel sein zum Teil. Also oft war es auch so, dass es war aber auch das Tolle, weil Bo hat im Prinzip... Der hat halt wahnsinnig viele Ideen und es macht halt total Spaß, dann im Endeffekt eben gemeinsam diese Sachen zu entwickeln. Aber ergänzend, also ich glaube, dass wir über Staffel 1 nicht wussten, was wir da tun. Wir wussten auch nicht, was wir da für Erfolge erzielen mit dieser Serie. Und dann hat man natürlich schon gemerkt, dass die Black Matter sehr, sehr aufwendig wird als Hauptelement in dieser Serie. Dass wir das von Mal zu Mal zu verbessern müssen. Allein Renderkapazitäten, Deep und so weiter, was ihr schon gesehen habt, das ist am Anfang haben wir da ein paar Shots gehabt, da konnte man dann voll draufklotzen und dann war das auch egal, wenn das Ding lang gerendert hat, aber am Schluss mussten wir das natürlich alles optimieren, damit es überhaupt noch machbar war in der kurzen Zeit. Ja, super, vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Frage für euch, bevor wir dann zu Spites übergehen, und zwar kam die jetzt rein, wie lief der Workflow mit dem Editing Department? Eine ganz entscheidende Frage bei so einer umfangreichen Show, weil da kann es ja auch oftmals im Chaos enden, aber das könnt ihr besser sagen. Ja, also das hat sich im Prinzip auch von Staffel 1 bis Staffel 3 immer weiter optimiert. Also da hat man gemerkt, dass auf beiden Seiten, also bei uns und bei der Produktion, wir uns da immer besser eingespielt haben. Im Prinzip haben wir immer so eine Art Minicut bekommen. Wir hatten aber einfach aufgrund dieses Zeitdrucks, also was Dominik vorher erwähnt hat schon, also die Drehbücher standen zum Teil halt relativ am Anfang noch nicht ganz fest und dann sind die irgendwann fertig geworden und da wurde aber schon angefangen zu schneiden und es gab doch recht viele Schnittänderungen, sodass wir da echt flexibel sein mussten. Also bis zum Schluss haben wir da doch noch recht viele Änderungen reinbekommen. Aber wir haben im Prinzip versucht, das irgendwie auch von unserer Seite aus, also diese Schnittänderungen damit aufzufangen, dass wir halt irgendwie ein lupenreines Tracking-System haben, wo wir halt im Endeffekt immer jede einzelne Änderung versucht haben nachzuvollziehen und auch Fragen gestellt haben. Es gab einen VFX-Editor auf der Kundenseite. Also saßen insgesamt 4 Editoren an dieser Staffel und jeweils ein Assistent dazu, glaube ich. Und dann gab es auch noch einen VFX-Editor und auf unserer Seite gibt es das auch. Also das heißt, wir haben kurzen Austausch gehabt, sodass möglichst schnell immer unsere Versionen bei denen im Schnitt gelandet sind und wir auch hier intern gucken konnten, ob alles zueinander passt. Also das ist schon ein großer Aufwand bei so vielen Shots, wo so viel auf Timing geht, das auszutauschen. Ja. Vor allem gab es auch Unmengen an Filmmaterial. Also ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber es war wohl schon so, dass sehr, sehr viel gedreht wurde und dass halt dann ab und zu mal ein anderer Take, also ein Take mal ausgetauscht wurde. Das war schon, das kam schon oft vor. Also genau, das ist man eigentlich am wenigsten gern hat in der VFX-Branche, vor allem wenn der Take schon final bearbeitet wurde. Kennen wir ja alle so ein bisschen und vielen Dank euch. Wir kommen zur nächsten sehr spannenden Produktion aus Deutschland, Spites. Spannend an dieser Produktion ist natürlich, dass es eine sozusagen gewisse Awareness generiert hat, diese Serie, weil es aus Deutschland eine Genreserie ist, die eine Alien-Invasion zum Thema hat. Da freut es mich ganz besonders für diese umfangreichen Visual Effects, für das Design dieser Visual Effects 2 Kollegen begrüßen zu dürfen vom federführenden VFX-Studio dieser Show Baby Giant Hollyberg. Das sind der Daniel von Braun als Supervisor und der Nico Ostermann als CG-Supervisor. Und ja, gucken wir doch mal rein, was an der Show alles so Interessantes VFX-technisch umgesetzt wurde.
da kommen jetzt auf irgendwie. Ja, sorry. Ja. Drugs. Alien queens don't take drugs. So, ich fange einfach mal an. Ja, ich hoffe, es hat jetzt nicht ganz so stark geruckelt, wie es bei mir geruckelt hat. Spites war für uns ein ganz schönes Brett. Der Alexander Keening damals von Don't Panic und der Rainer Mazzutani sprachen uns an, ob wir da Lust dazu hatten. Es hat knapp 30 Sekunden Überredungsarbeit gebraucht, bis wir da dabei waren, weil ich meine, Alien-Invasion in Berlin mit irgendwie Horrorelementen, das wann darf man das schon mal machen, so in unserer Genre. Gerade in Deutschland war natürlich extrem reizvoll, aber es war auch ein ziemliches Paket, muss man sagen. Es waren dann knapp 900 VFX-Shots verteilt auf 8 Folgen. Das musste man erstmal unterkriegen. Und das haben wir dann auch ganz gut geschafft, auch ohne jetzt zu sehr in die Überstunden zu gehen. Aber es musste natürlich extrem gut organisiert werden. Zumal der Schnitt wurde in Berlin gemacht, die Effekte und Compositing wurden bei uns in Babelsberg gemacht. Das Grading fand in Hamburg statt. Also es war all over the place sozusagen. Das musste dann alles koordiniert werden bei uns. War maßgeblich, muss ich an dieser Stelle mal Danke sagen an die Pia, die das alles koordiniert hat, unsere Production Managerin, wo sich dann herausgestellt hat, die kann auch ganz gut graden. War ganz gut. Und
an Conny, unsere Set-Supervisorin und Compositing-Supervisorin, die beide heute, ich glaube, sie sind bei den Zuschauern dabei, aber jetzt eben nicht hier. Und ja, war natürlich spannend, das alles irgendwie zusammenzufahren. War für uns auch das erste Mal ein Projekt in dieser Größe. Und manchmal fangen die Dinge relativ klein an. Wir haben relativ früh angefangen, wurden Gott sei Dank sehr früh ins Boot geholt und durften dann auch mitreden, vor allen Dingen bei Creature und bei Set Design. Wir haben dann zwei komplette Darsteller komplett eingescannt. Wir haben eine ganze Menge so Bust-Scans gemacht mit LiDAR. Wir haben, glaube ich, zwei ganze Sets auch komplett eingescannt, auch mit dem LiDAR-Scan. Das eine war auch noch so ein Untergrundset, was eigentlich so ein Regenrückhaltebecken war. Das waren knapp 6.400 Quadratmeter ohne Beleuchtung, ohne Belüftung und ohne Strom. Das musste man dann auch erstmal alles runterschaffen irgendwie. Das war auch für sich eine Herangehensweise. Aber wir haben echt Spaß gehabt. Und man muss wirklich sagen, es hätte nicht funktioniert, wenn es nicht über die ganzen Gewerke hinweg, nicht nur bei uns, sondern auch Richtung Schnitt, aber auch Richtung Maske, Kamera, Regie, Produktion, wenn man uns da nicht den Vertrauensvorschuss gegeben hat. Und sonst wären wir da, glaube ich, ziemlich aufgelaufen. Und ich habe jetzt keine große Präsentation mitgebracht, aber ich habe was anderes mitgebracht. Und zwar, manchmal fangen ja die Dinge ganz, ganz klein an. Und ich habe mal das erste initiale Design mitgebracht, das ist nämlich das hier. Das war unser allererstes Creature-Design. Das war von meinem Sohn gemacht worden, der mich beim Zeichnen gesehen hat und hat dann gesagt, ich bastel dir das nach. Ich habe das dann dem Alex geschickt, der hat es auch sofort abgenommen. So haben wir es dann auch umgesetzt in der Serie. Nein, nicht ganz so, aber... das war wirklich gut. Und wir haben uns noch so ein paar Sachen mitgebracht, die der Nico euch erzählen wird. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, fange ich mal an. Fange ich mal an mit den komplexesten Sachen, die wir hatten. Und das waren die Full-CG-Sets, die wir brauchten für die Serie. Und zwar war es so, dass wir dieses Wasserrückhaltebecken gescannt haben. Dieses Wasserrückhaltebecken kommt auch in der Serie vor. Wir hatten aber sozusagen eine andere Etage gebaut, die ja praktisch ein Geheimlabor darstellt. Ich teile mal meinen Bildschirm hier. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich das jetzt habe, aus meinen ganzen Clips, die ich hier offen habe. Eine Sekunde. Zeigt jetzt natürlich nicht an, aber ist egal. Ich gehe hier mal drauf auf eins und sorry, ich muss da mal ganz kurz dann hinspulen. So, ich hoffe, ihr seht das alle. Das ist unser Alien hier. Eine Sekunde. Genau, hier sieht man einmal eine sogenannte Larve, ein Mensch im Entwicklungsstadium von einem Menschen zum Alien hin. Und dieses Ganze wurde in einem Geheimlabor gemacht. Hier sind die ersten Zeichnungen, die hatte Daniel angefertigt. Hier ist der Dreh, hier ist praktisch der 3D-Scan. Und dann sehen wir unser CG-Set. Ich zeige es gleich nochmal in Standbildern. Ich spule das noch einmal kurz durch, damit man es sieht. Das ist halt alles unsere 3D-Struktur und ja, Texturen braucht es halt auch noch. Hoppla. So, ich halte hier mal an, gehe ein bisschen zurück und hier seht ihr am Anfang noch die Entwürfe, mit denen wir praktisch gearbeitet hatten. Hoppla. Eine Sekunde. So, das hier waren einfach die Zeichnungen zuerst und erstmal, ja, braucht mal eine Weile, um dieses ganze Set zu entwickeln. Wie soll es aussehen? Man sieht, an der linken Seite haben wir ja irgendwelche Tafeln. Wir haben ungefähr das Größenverhältnis. Wie gesagt, wir hatten dieses originale Wasserrückhaltebecken, wo wir auch reingehen konnten und das dort praktisch drehen konnten und auch gedreht haben. Dort ist der Aufenthalt unseres Aliens. Hier in der Mitte seht ihr auch den Besitzer dieses Thorsen-Labors, wo das Ganze stattfindet, Herrn Thorsen in seinem Rollstuhl. Und wir haben daraufhin auf Basis dieses Scans, der gemacht wurde, dann dieses Set gebaut, wo drin dann quasi sich die Menschen, klar, das wurde alles per Greenscreen gedreht. Und während wir vorne die Aufnahmen gemacht haben vor der Greenscreen, haben wir hinten noch gesessen und mit dem Regisseur praktisch besprochen, wie wir jetzt das aufteilen sollen, dieses Secret Lab, also Geheimlabor, wie wir es genannt hatten. Das Schwierige war auch noch, dass ihr, dafür spule ich mal vor, das könnt ihr in den hinteren Bildern sehen, es war einfach von der Textur her, es musste ja einerseits mithalten mit den anderen Sets, die wir in der Serie hatten. Andererseits brauchten wir auch, ich sag mal, dieses Spezielle, dieses etwas Außerirdische in dem Labor, dieses Leuchten auch zum Beispiel der Tanks, sowas wurde dann alles noch eingesetzt. Wir haben wahnsinnig lange an den Texturen gearbeitet, wir haben wahnsinnig lange an der Beleuchtung gearbeitet. Das war so ein
Beleuchtungskonstrukt, wo kommt das Licht her? Wir haben uns dann entschieden, diese großen Ringe haben halt Lichteinheiten drin. Wir haben oben an der Decke, wie man rechts oben sehen kann, noch so kleine Lichteinheiten, Lichtelemente eingebaut. Wir haben es noch nach hinten raus verlängert. Dort sieht man an den Stangen, es gibt auch noch Licht von hinten, was durchscheint. Alleine das brauchten wir, damit auch das Licht der Schauspieler, was auf die Schauspieler gefallen ist, mit dem Licht, was wir in dem Set haben, übereinstimmt. Mit den Texturen mussten wir dann auch am Ende sehr detailgetreu werden. Es endete damit, dass wir einzelne Rollstuhlspuren, die der Thorsten mit seinem Rollstuhl reingefahren sein kann, irgendwo hingemalt haben. Auch es gibt irgendwo versteckt eine Rollstuhlspur, die fährt gegen eine Wand, die haben wir drin gelassen. Einfach mal, kann ja auch mal passieren. Das war die Herausforderung von diesem 3D-Set. Was soll ich sagen? Es hat meiner Meinung nach funktioniert super, auch in der Serie. Bisher, es fällt nicht raus, es fällt nicht negativ auf. Das war wirklich schön und hat sehr Spaß gemacht, das mit dem Team gemeinsam zu entwickeln. Und hat uns dann auch wahnsinnig weitergeholfen zu unserem nächsten Effekt. Ich spule hier mal ein bisschen vor. Das war nämlich, also der nächste größere Effekt, sage ich mal, den wir hatten. Das war dieser Spikes Queen, wie wir es nennen. Wir hatten die Schauspielerin am Set gefilmt. Und als wir sie gefilmt hatten, war es eigentlich noch gar nicht so deutlich, was wir aus ihr machen wollten. Es hieß, ja, hier an der Wange können wir etwas einfügen, an der Stirn können wir etwas einfügen, mit dem Haar kann man was machen. Und es kam dann raus, es sind so viele einzelne kleine Teile, die wir hätten anpassen müssen, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, das bringt nichts. Es wird zu viel Aufwand, wenn wir das alles nachchecken müssen, alles nachbauen müssen. Es wäre einfacher, jetzt einen kompletten Kopf zu bauen für dieses Byte Screen. Und zum Glück hat die Produktion zugestimmt, muss ich dort sagen. Und wir durften diesen Kopf bauen, was natürlich eine tolle Herausforderung war. Wir hatten die Scan-Daten der Schauspielerin, die hätten wir einmal komplett eingescannt mit 20 Millionen und mehr Polygonen, also man konnte wirklich die ganzen Poren auf der Haut sehen und haben dann aus diesem Modell, was wir animieren konnten, mit Displacement-Maps, neuen Texturen, langsam dieses Spikes-Queen-Modell gebastelt, was dann einfach praktisch über ihren Kopf gesetzt wurde. Eine große Herausforderung dabei war einmal das Tracking, weil wir einfach in diesem Wasserrückhaltebecken, wir konnten nicht überall Tracking-Marker hinpacken. Es war ziemlich dunkel, die Kameras waren, die hatten eine große Tiefenunschärfe, wodurch dann der ganze Hintergrund nicht trackbar war. Und auch der Charakter bewegt sich natürlich, das musste auch getrackt werden. Wir haben relativ früh festgelegt, wir können den Charakter nicht komplett ersetzen. Alleine die Kleidung noch zu bauen, das Ganze, was sie auf der Kleidung hat, an Blut, an Fetzen, wäre zu aufwendig gewesen für diese Produktionszeit. Wir hatten 40 Leute, wir haben 4 Monate produziert und haben uns dadurch entschieden, dass wir nur den Kopf ersetzen. Hat wunderbar funktioniert am Ende. Ihr seht hier, wie wir es einmal überlegen, wie es im Comp zusammengepackt wurde. Vor dem Comp sah das Rendering einfach nur so aus. Wir haben unten die Halspartie wieder weggeschnitten. Wir haben die Halspartie teilweise mit anderen Bildern ersetzt. Einfach, dass wir nicht den ganzen Körper halt zur Verfügung hatten, sondern wirklich nur den Kopf. Hier sieht man im nächsten Shot, wie es funktioniert. Wir haben eine sehr schöne Tiefenunschärfe, die man sehen kann. Die ganzen Comp-Linien hat Conny mit ihrem Compositing-Team zum Glück in dem Dunkeln des Hemdes verschwinden lassen können, wodurch man den Übergang nicht sieht oder nicht sehen kann. Wir haben uns dazu entschieden, original sollten die Augen schwarz sein, aber da das ganze Bild schon so dunkel ist, haben wir uns dazu entschieden, dass die Augen auch zum Leuchten gebracht werden können. Einfach, wenn man sich einen Menschen anguckt, wir fokussieren vom Animationsstandpunkt aus gesehen, fokussieren wir uns sehr auf die Augen einer Person. Wenn die Augen komplett schwarz sind und das andere Bild auch schwarz ist, das hat einfach nicht funktioniert. Und auch dort haben wir in der laufenden Produktion noch experimentiert mit dem Leuchten. Wie grell darf es sein? Wann wird es zu negativ, zu auffallend, zu unnatürlich? Ich meine, halb Alien, halb Mensch ist ja schon unnatürlich, aber irgendwo sind dann die Grenzen, wo man dann sagt, so, okay, das funktioniert wirklich nicht mehr. Und haben immer wieder so ein Zwischending gefunden, dass Partien, auch die Zähne in dem Fall, nicht negativ auffallen. Und da war es natürlich auch noch eine Herausforderung, dass wir die Schauspielerin Rosa Bell hatten, die eine sehr schöne Gesichtsmimik hatte, auch während des Drehs, also wirklich wahnsinnig schöne Gesichtsausdrücke.
Und diese mussten wir irgendwie nachbauen, diese Gesichtsausdrücke. Und auch dort haben wir, während wir praktisch die Shots animiert haben, haben wir an dem Rig noch gearbeitet und Blendshades eingebaut und Controller eingebaut. Das Animationsteam ist praktisch zu unserem Rigging Support an der Stelle gegangen und hat gesagt, ja, ich bräuchte da nochmal einen Controller. Ich müsste nochmal, um den Gesichtsausdruck hinzubekommen, hier nochmal was bewegen können. Und wirklich der Rigger, der uns an der Stelle betreut hat, der hat auch diese ganzen Displays mit eingebaut, hat immer darauf geachtet, dass da nichts kaputt geht. Das war eine super Zusammenarbeit. Das war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit, kann ich nur sagen, zwischen Compositing und dem CG-Team, sage ich mal. Es gab eine ganze Reihe von Veränderungen in dem Gesicht der Hauptdarstellerin und auch in den Augen einfach. Wir brauchten praktisch einen Effekt, der uns zeigt, wann dieser Alien oder wann diese Alien-Gene in einen Körper eindringen und wann sie sich bemerkbar machen. Es war dadurch, dass sich praktisch die Menschen eine Art Droge in die Augen geben und dadurch ein Leuchten entsteht und dadurch wird praktisch angedeutet, okay, hier passiert was. Bei unserer Hauptdarstellerin, das seht ihr gerade auf dem Bild hier, ist es natürlich deutlich schlimmer, weil bei ihr ist der ganze Effekt einfach weiter fortgeschritten schon. Bei ihr verändern sich Augen, es gehen kleine Venen über die Haut und sie hat ein kleines Leuchten. Ich hatte dort immer, als wir angefangen haben mit der Produktion, so ein bisschen Bedenken, so, wie kriegt man das alles hin, wie kann man das alles tracken? Und Gott sei Dank kam die Comp-Supervisorin zu mir und sagte, Conny sagte nur, mach dir keine Sorgen, das machen wir alles im Comp. Und ich dachte so, wunderbar, wir machen alles im Comp schön. Nein, aber der Effekt hier mit den Augen und mit der Haut, die haben einfach wirklich perfekt funktioniert, ohne dass wir zu sehr, auch im 3D zu viel machen mussten. Nur, wenn es ganz schlimm wurde, muss man vielleicht mal Objekte ausgeben in 3D, weil einfach die Masse der Shots, die wir hatten, wäre ansonsten schon eine ganz schöne Herausforderung gewesen, sage ich mal. Ich zeige es nochmal, so sah das Bild original aus, das Filmmaterial. Dann haben wir halt auch den Face Tracker benutzt in Nuke, haben das Ganze getrackt und das Leuchten hinzugefügt, das praktisch so ein bisschen aussieht, als sei es nicht einfach nur draufgeklatscht, sondern als sei es so ein bisschen ein Leuchten, was unter der Haut stattfindet. Das ist ja auch mal so eine ganz feine Linie zwischen, jetzt sieht es zu draufgeklatscht aus und jetzt funktioniert es noch. Dann wurden halt noch diese schwarzen Adern, die sich unter der Haut bilden, die praktisch zeigen, okay, hier ist ein zweiter Organismus, der sich breit macht. Die wurden auch noch hinzugefügt. Und letztendlich wurden dann die Augen noch verfärbt, um ja praktisch diesen Effekt noch deutlicher zu machen, den Alien-Effekt. So, hier sieht das nochmal im laufenden Film. Ich hoffe, es ist nicht zu ruckelig. Hier seht ihr praktisch den Effekt nochmal, wie es aussieht, wenn die Droge praktisch den Körper berührt. Hoppla. Das ist ein anderes Objekt, da wollte ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Worauf ich noch eingehen wollte, war unser Mithauptcharakter, nämlich das Alien. Das war eine sehr interessante Entwicklung von wir dürfen es gar nicht sehen, bis zu, jetzt zeigen wir es im Close-Up. War natürlich für uns Animatoren was super, weil, also für das Animatoren-Team. Ich bin eigentlich ursprünglich, komme ich aus der Animation, deswegen fieber ich da auch immer ein bisschen mit. Das Animationsteam, angeleitet von Hartmut Engel, der auch super Arbeit geleistet hat in der Produktion. Wir haben halt mit dem Alien auch immer so eine kleine Herausforderung gehabt. Einerseits, es muss sich bewegen, andererseits, es darf nicht zu cartoony, zu eigenartig aussehen. Es muss halt schon so ein bisschen, ja, es ist halt sehr groß, es ist schon sehr angsteinflößend und es muss schon so ein bisschen langsam bedacht sich bewegen und steht eigentlich auch sehr viel im Hintergrund rum. Man darf, es darf nicht zu sehr auffallen teilweise. Das war eine Herausforderung. Vor allen Dingen ist dieses Alien, die Serie heißt Spites, es ist so ein bisschen insektoid angelegt und da war halt auch noch eine Herausforderung, macht es bitte nicht zu menschlich. Dadurch sind dann so ein paar Dinge einfach aufgekommen, in der Produktion auch aufgetaucht, die wir weiter verfolgt haben. Zum Beispiel, dass das Alien nicht nur gerade ausläuft, sondern auch mal seitwärts sich bewegen kann. Und Daniel hatte noch die wunderbare Idee, warum muss es eigentlich immer vom Boden kommen? Es kann doch auch mal wie so ein Insekt von der Decke kommen. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich finde immer noch, der Shot ist einer der beeindruckendsten in der Serie, wo dieses Alien einfach von der Decke kommt und sich praktisch von oben abseilt und von oben ja herunterkommt. Hier seht ihr im Bild
das Objekt, was am meisten Kopfschmerzen verursacht und am meisten hat und am meisten Veränderungen brauchte, das sind nämlich die Tentakel, die von dieser Kreatur zu unserer Hauptdarstellerin gehen. Dieser Tentakel waren super lang und wurden öfters in der Produktion verwendet. Und ich dachte eigentlich so, ah, wir kommen mit 2 oder 3 Setups aus, das dürfte funktionieren. Aber nein, letztendlich brauchten wir 8 oder 9 verschiedene Setups für die Tentakel, bis wir alle glücklich waren. Und bis es auch wirklich funktioniert hat. Und auch hier ist es immer eine Sache zwischen, wie sollen sie sich bewegen? Wie sieht es noch realistisch aus? Wann gehen wir absolut zu weit? Ein weiteres Beispiel, was ich euch noch zeigen wollte mit den Tentakeln, waren die Marionetten. Das war auch ein Effekt, der mir noch persönlich Kopfschmerzen bereitet hat, an dem wir sehr lange gearbeitet haben. Eine Sekunde, ich entschuldige mich. Die Marionetten sind praktisch Personen, die von der Kreatur kontrolliert werden. Und wir mussten irgendwie zeigen, wie werden sie kontrolliert. Und es war halt einfach, es ist ganz einfach, die Kreatur geht mit ihrem Tentakel in den Hinterkopf und steuert von da aus das Hirn. So war die Vorstellung. Ist natürlich super. Ist natürlich jetzt schwierig gewesen von der Seite her. Wir brauchen Kontakt zwischen unseren Figuren und dem 3D-Charakter. Das war auch nicht so einfach. Dann war noch ein großes Problem, war die Eintrittsstelle. Und zwar, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Wir haben uns entschieden, dass wir am Hinterkopf an der oberen Stelle den Eintrittspunkt haben. Zuerst sollte eigentlich mehr im Nacken stattfinden, weil dort ja auch mehr so die, dort kann man ganz gut eindringen, was hier bei uns bei Menschen sehr weich ist. Das Problem war einfach, es ist sehr weich, aber es ist leider auch zu beweglich. Das heißt, wenn sich die Charaktere, und die werden rumgerissen, die werden nach hinten gezogen, die werden nach vorne geschüttelt und dadurch war es einfach mit der Haut unmöglich, hinten irgendwie auch mit, egal wie viel Tracking-Marker wir verwendet haben, einen guten Punkt zu finden. Es war immer ein bisschen am Schwimmen und dazu ist der Hinterkopf, da ist ja eigentlich bei uns ein harter Knochen, der Schädel, die Haut liegt drüber, es sind keine Fettmassen und nicht viel Bewegung drunter. Dadurch haben wir uns entschieden, dort den Eindringungspunkt zu machen. Die Eindringung sollte auch nicht einfach nur, okay, da kommt jetzt ein 3D-Objekt und geht da rein und wir zeigen nicht, wie sein. Deswegen haben wir uns dazu in der Entwicklung der Produktion entschieden, hinten einfach einen kleinen Metalladapter anzubringen. Den haben wir dann hier auch als Modell und als Rendering. Da steht eigentlich noch ganz klein die Insignien des Modellierers drauf und so weiter. Also ist alles sehr schön texturiert, sehr aufwendig. Man sieht es leider nicht. Und ihr seht von hinten Tentakel, die halt sich in sich verformen, in sich verdrehen und auch noch in den Körper dann eindringen. Und durch diesen Punkt, wo sie praktisch eindringen können, hat der ganze Effekt wesentlich besser funktioniert, als wenn man irgendwie einfach nur die hätte in die Haut reinfahren lassen können. Eine andere Sache war, dieser Effekt, wie ihr ihn jetzt seht, einfach nur die Tentakel gehen in den Hinterkopf rein. Das war so der Effekt, wie er geplant war ursprünglich. Es ist aber so, dadurch hat man nicht gesehen, was passiert eigentlich im Menschen, weil es dringt hinten ein, es ist ein bisschen im Dunkeln, da ist noch ein Objekt zwischen, man sieht diese Steuerung nicht genau. Also haben wir uns da in Entwicklung noch entschieden, dass wir nicht nur diesen Tentakel eindringen lassen, das ist jetzt leider nicht gut zu sehen, sondern was wir letztendlich noch gemacht hatten, ist, wir haben den Kopf noch zum Leuchten gebracht ein wenig und man sieht die Tentakel, wie sie sich unter der Haut bewegen. Das kommt hier leider, weil der Shot hier von vorne ist, bei dem anderen geht es erst richtig los mit dem Leuchten nicht so gut rüber. Aber durch diesen Effekt hat man halt richtig gemerkt, so, ah, okay, da ist unterm Kopf noch irgendwas Ekelhaftes, was losgeht. Und ich gehe mal so gerne so weit mit Effekten, dass irgendjemand sagt, jetzt reicht's, jetzt dreh's mal ein bisschen zurück, dann ist der Effekt für mich gut genug. Und das hat mich bei der Produktion einige Male erreicht, dass gesagt wurde, ja, jetzt können wir es auch so ein bisschen zurückdrehen. Habe ich auch sehr gerne gemacht. Ich gehe mal lieber zu weit, als dass man am Ende sagt, so, ach, schade, das fällt gar nicht auf, das konnte man gar nicht erkennen oder so. Ja, ich stoppe mal mein Screensharing hier an der Stelle. Es gibt, glaube ich, einen sehr guten Überblick. Sehr wichtig war wirklich die komplette, konstante Zusammenarbeit aller Teams und aller Personen. Wir hatten einen Effekt, wo sich die Hand von unserer Hauptdarstellerin in eine Klaue, in so eine Alien-Klaue verwandelt. Und auch dort kam Christian, einer der Compositor, an und meinte, er hat auch viel Erfahrung im 3D-Bereich. Und er meinte so, ah, das kann man mit einem UV-Set-Austausch machen und dann im Comp noch mit Effekten drüber gehen. Und am Ende haben diese Effekte einfach wunderbar funktioniert. Es war eine lange Entwicklungszeit teilweise. Es sind manchmal die kleineren Sachen, die
dann am Ende am schwierigsten waren und die Sachen, wo man gedacht hat, so, oh Gott, das macht Probleme, die dann einfach so nebenbei mal fertig wurden. Die Teams haben auch schön zusammengearbeitet in der Aufteilung der Rechner zum Rendern. Nikolas, du hast ja eben erwähnt, zum Ende hin wird alles ein bisschen eng vom Rendering, vom Compositing, alles muss fertig werden. Das hatten wir natürlich auch in der Produktion. Manche Sachen wurden zum Ende hin fertig. Wir brauchten sehr viele Renderings mit 3D-Sets. Wir hatten einen kompletten 3D-Planeten drin, der gerendert werden musste. Und wir mussten das auch auf Rechner aufteilen. Manche waren zu schwach, um die Planeten zu rendern. Manche waren einfach nicht geeignet für bestimmte Rechner. Wir haben dann Pläne gemacht, wann was gerendert wird und wie lange was gerendert wird, damit einfach kein Verzug in die Produktion kommt. Wir hatten unsere festen Abgaben. Das waren so alle 2-3 Wochen, musste eine Episode am Ende fertig abgegeben werden. Und diese Termine mussten eingehalten werden, um es einfach durchs Grading zu bekommen und dann durch den Ton zu bekommen und auch durch die finale Abnahme. Ja, also die Produktion hat sich generell durch sehr viele Parallelprozesse einfach ausgezeichnet. Also wir haben schon sozusagen schon beim Drehen hat sich dann abends noch der Kameramann Clemens Mesow hingesetzt auf unseren Wunsch hin und hat also die ersten Look-Samples sozusagen gegradet, damit wir ungefähr wissen, in welche Richtung das Bild eigentlich später geht, um die Effekte fürs Compositing vorzubereiten. Und schon im Schnitt wurden, noch bevor irgendwas geschnitten worden ist, haben wir die ersten VFX-Plates, das mussten wir dann episodenweise wirklich rausgenommen und gesagt, die brauchen wir jetzt, damit müssen wir anfangen. Und das war natürlich dann auch für die Cutter nicht ganz einfach, dann damit umzugehen, weil dann gewisse Plates gesetzt waren, weil die mussten ja getrackt werden und alles drum und dran. Und dadurch hat sich die ganze Produktion eigentlich ausgezeichnet, dass wir eigentlich bis zum Schluss alles parallel gemacht haben. Und das hat aber ganz gut funktioniert mit dem Hin und Her. Das ist nicht immer so ganz so gewesen. Manchmal hätte man gerne mehr Zeit gehabt, aber wie es halt immer so ist, mehr Zeit hätte man immer gerne, kriegt man leider nicht. Und das war wirklich vom logistischen und vom planerischen Aufwand her nicht ganz unerheblich. Getrackt haben wir das alles über Shotgun, also die ganzen Task-Tracking lief also alles über Shotgun und dann auch wirklich über firmenübergreifend. Und es ging dann so weit, dass wir uns dann bei uns noch ein DaVinci-System hingestellt haben, damit wir vom Grading eigentlich nicht das ganze Material zurückbekommen und darauf kommen, sondern dass sie uns nur noch die LUTs geschickt haben und wir dann bei uns sozusagen das Material aus unseren Servern direkt ausgelesen haben, durch die LUTs dann im Compositing auf dem fertig gegradeten Material arbeiten konnten. Einige von den Effekten, gerade so diese Leuchteffekte bei den Augen, waren sehr, ich sag mal, farbempfindlich. Ja? Und damit das gut funktioniert, ja, mussten wir es halt so drehen. Ja. Super, vielen Dank, Nico und Daniel, für diesen Einblick ins Detail. Sehr interessant. Ich gucke gerade beziehungsweise frage mal die bei der Saskia an. Ist bei dir was reingekommen? Nee. Hier sind keine Fragen reingekommen, alle sind sprachlos. Und habt ihr super erklärt, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, ne? Wenn es nicht zu viele Fragen kommen zum fachspezifischen Sprache, dass es jeder versteht, sehr schön. Oder es hat keiner verstanden. Ja, ist alles so aber da gerade dann ist jetzt die Erfahrung, würden Sie sich jetzt melden, weil man kann sich ja, sage ich mal, über den Chat sehr entspannt melden und muss da jetzt nicht irgendwie ein Mikro in die Hand nehmen. Der Scheinwerfer kommt auf einen drauf, ne, wie im normalen Publikum. Dementsprechend möchten wir oder ich, sage ich mal, oder wir alle hier so ein bisschen kleinen Ausblick geben, so ein bisschen Status Quo der VFX-Branche gerade. Natürlich haben wir ein sehr, sage ich mal, wellenreiches Jahr 2020. Das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Sage ich mal, extern verschuldet. Aber ich bin ja immer, sage ich mal, trotz allem ein sehr optimistischer Mensch und ich glaube unsere Branche auch, weil wir uns ja ständig weiterentwickeln und uns auch, sage ich mal, sehr gut anpassen können und Prozesse vorantreiben können, die dann natürlich auch der Qualität des Production Values für jede Produktion zugutekommen. Im Endeffekt jetzt einfach auch die Zeit nutzen, um Prozesse zu vereinfachen, schneller zu machen. Und da würde mich doch auch mal interessieren, wie das bei euch konkret in den Firmen so ist. Also wir haben jetzt eine ganze Bandbreite, den Dennis als freien VFX-Supervisor, der mit diversen Firmen arbeitet, hat natürlich eine andere Position im Markt jetzt
als, sage ich jetzt mal, der Nico und der Daniel von Giant Holyberg oder auch die Kollegen von Rise jetzt. Da ist es aber interessant natürlich zu sehen, wie die weltweite Branche, sage ich mal, die weltweite Krise, aber unterschiedliche Branchen weltweit, was die für einen Einfluss haben, wie das Portfolio jeder Firma zusammengesetzt ist. Ich würde gerade mal beginnen mit dem Dennis. Vielleicht, Dennis, magst du uns mal kurz einen Einblick geben, wie gerade der Status quo ist? Ja, also wie du schon sagst, ich bin ja sozusagen Solo-Selbstständiger. Ich gehöre ja keiner Postproduktionsfirma an, muss mich sozusagen ganz allein durch diese Produktionslandschaft und Film- und Fernsehlandschaft schlagen. Und ja, dieses Jahr kann ich so ein bisschen beschreiben. Ich habe im letzten Jahr viele Produktionen gemacht, weil ich mir tatsächlich das erste Halbjahr dieses Jahr ein bisschen freigehalten habe. Ich bin Papa geworden Ende letzten Jahres und wusste, dass ich mir den Stress der Produktion nicht bis zum ersten Halbjahr geben wollte und hatte eh geplant, ein bisschen zurückzutreten und keine Produktion anzunehmen. Dann kam ja eh der erste große Lockdown und ich will mal so sagen, dadurch, dass ich im letzten Jahr viele Produktionen gemacht habe, die sozusagen auch noch bis in den Januar diesen Jahres, fast Februar hineinliefen. Mein letztes Projekt, das gedreht wurde, war die Charité, die dritte Staffel, die wir in Tschechien bis kurz in den Februar reingedreht haben. Hatte ich ein bisschen den Vorteil, dass ich in diesem Jahr die meisten Projekte im Homeoffice in der Postproduktion weiter betreuen konnte. Ja, und das waren einige Projekte, sodass ich gar nicht so einen direkten Leerlauf hatte, wie das andere, die natürlich direkt involviert sind bei Drehs und so weiter, hatten. Das war mein großes Glück. Aber tatsächlich ist es so, man muss jetzt eben gucken, wie die ganze Sache weitergeht, vor allem wie lange sie noch so weitergeht. Und solange nicht wirklich gedreht wird, gibt es natürlich auch bei uns keinen Nachschub. Ja? Und über kurz oder lang wird man da schon einfach merken, dass da Material fehlt, Jobs fehlen. Und wahrscheinlich werden wir das in der Postproduktion noch bis ins nächste Jahr deutlicher spüren. Also das weiß man ja, also ganz weltweit ist das ja ein Phänomen. Auch Hollywood dreht nicht und die Produktionen fangen jetzt langsam erst an. Ich hätte theoretisch jetzt einen Dreh im Oktober gehabt, der sich jetzt aber auch nochmal in das Frühjahr nächsten Jahres schiebt. Ich hoffe, dass wir dann so gut auf oder stabil sind, dass das dann auch wirklich stattfindet. Aber für mein persönliches Empfinden ist es im Moment dieses Chaos, nicht genau zu wissen, wann was eigentlich stattfindet. Ich versuche natürlich als Selbstständiger auch ein bisschen mein Jahr vorauszuplanen, um auch Produktionen, sage ich mal, parallel handeln und bearbeiten zu können, weil ich ja sozusagen an allen Prozessen der Pre-Production, Dreh und Postproduktion beteiligt bin. Das hat in den letzten Jahren recht gut geklappt. Aber es ist halt für das kommende Jahr sehr schwierig, weil sich alle Firmen extrem bedeckt halten und alle sagen, wir warten ab, wir wollen, wir haben das vor, aber man hat halt überhaupt keine Sicherheiten. Das hat man als Solo-Selbstständiger sowieso nicht. Es gibt immer Projekte, die platzen aus Finanzierungsgründen oder sich verschieben. Aber in dem Feld, dass man so unsicher ins nächste Jahr startet, das hat man, glaube ich, noch nicht gehabt. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Ich hoffe, dass das Projekt, auf dem ich, sage ich mal, gebucht bin, wirklich mit der Pre-Production im nächsten Jahr startet und wir im Frühjahr mit den Dreharbeiten beginnen werden. Und ich hoffe, dass sich das alles im nächsten Jahr dann wieder normalisiert, aber das weiß im Augenblick natürlich keiner und so richtig optimistisch wird es auch noch nicht mit Beginn des nächsten Jahres passieren. Das wird sich halt noch ein bisschen ins Jahr hineinziehen und ganz große Gedanken mache ich mir um unsere deutsche Kinolandschaft. Wir alle arbeiten natürlich auch fürs Kino und wie lange die das noch aushalten und wie viel Kinolandschaft am Ende dieser ganzen Pandemie noch übrig ist, da bin ich auch mal sehr gespannt. Und das jetzt nur mal aus meinem Sicht des Visual Effect Supervisors, der glücklicherweise an der Gesamtproduktion, also über die ganzen Produktionszeitraum irgendwie beteiligt ist und eben nicht nur an einem Part. Und ja, ich drücke die Daumen, dass wir alle nächstes Jahr wieder
mehr oder weniger voll durchstarten können und es in unserer Branche eben weiterläuft. Dennis, das tun wir natürlich alle, auch für dich persönlich, gerade wenn es halt um so große Kinofilme geht, weil die auch sehr planungsintensiv sind, da ist es natürlich tödlich, wenn die dann wieder kurz verschoben werden oder abgesagt werden. Das wäre jetzt natürlich fatal. An die Kollegen, die jetzt, sage ich mal, studioseitig gerade alle tätig sind, ich will da jetzt nicht vorweggreifen, aber stimmt ihr dem zu, dass es tatsächlich so ist, dass diese ganze Krise in ihrer Intensität tatsächlich eher, sag ich mal, verspätet bei euch angekommen ist oder ankommt oder noch überhaupt nicht, weil es immer noch genügend Produktionen gibt, wie es Dennis gerade beschrieben hat, die abgedreht wurden bis Frühjahr und jetzt in der Postproduktion sich befinden? Daniel, Nico? Ich würde mal sagen, das Material, bis jetzt gab es noch was, jetzt wird es, glaube ich, eng und die Produktionen sind noch nicht wieder angelaufen, ein paar laufen an. In Deutschland sind auch noch sehr viele Produktionen gestoppt worden und werden verschoben. Oder es lohnt sich, es ist zu risikoreich, jetzt anzufangen zu drehen. Und ich glaube mal, der Höhepunkt wird erst noch kommen, wo wirklich das Material ausgeht irgendwo. Und ich glaube, da stehen wir noch vor. Ich stimme dem zu. Es wird noch, ich sag mal, ich will nicht sagen eng werden, aber es wird sich verändern. Aber ich muss auch sagen, dass sage ich jetzt so für mich ganz persönlich, Schwierigkeiten sind ja immer, wie man so schön sagt, nichts weiter als verkleidete Chancen. Wir arbeiten viel dran. Wir haben jetzt den ersten Testdreh mit einem Motion Capturing Studio aufgebaut, auch mit Unreal, also sozusagen in Echtzeit Animation zu machen. Ich würde sagen, das ist noch nicht ganz da, wo es sein könnte, aber das ist schon ziemlich vielversprechend. Das war ganz interessant, weil ich saß hier zu Hause, habe den Dreh von hier aus zu Hause mitverfolgt. Der Regisseur saß in Kanada, das Studio war auch hier in Berlin. Also es tun sich schon auch neue Strukturen auf und neue Möglichkeiten, wie sowas dann auch passieren kann. Und auf der anderen Seite muss man auch, also zumindest für uns kann ich das sagen, wir sind ja auch sehr viel im Entwicklungsbereich unterwegs und haben jetzt einfach auch die Chance genutzt, wo wir jetzt ein bisschen Zeit hatten oder ein bisschen mehr Zeit hatten, muss man eigentlich korrekterweise sagen, Content zu entwickeln und Konzepte zu entwickeln, gerade im Bereich der Animation, bieten sich ja dann doch noch einiges auch an Chancen. Wir haben jetzt momentan, um die Mitarbeiter auch irgendwie zu schützen und damit da jetzt irgendwie keiner irgendwie jeden Tag mit der U-Bahn oder durch die Stadt fahren muss, ist natürlich alles im Homeoffice zurzeit. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Und auch da muss man sagen, haben wir jetzt nicht viel von unserer Möglichkeit eingebüßt, sage ich jetzt mal. Und ja, der Markt ist natürlich deutlich ruhiger. Ich gehe auch davon aus, dass sich jetzt, dass es bei vielen Studios, ich sage es mal, weniger wird. Auf der anderen Seite muss man ja auch bedenken, auch die Landschaft der Content-Anbieter, ja, denen geht ja auch irgendwann der Content aus. Und das heißt, da wird ein wachsender Bedarf entstehen. Es gibt ja auch immer mehr Anbieter, wenn man sich jetzt allein anschaut, was in Amerika passiert, an Streamingdiensten, was da alles auf den Markt gekommen ist und kommt. Ja, wenn man denke nur an Disney Plus, an Hulu, an Crackle, HBO Plus und. Und jeder braucht uniken Content. Ja, und insofern gehe ich davon aus, dass der Bedarf an Content spätestens Ende des Jahres zum Weihnachtsgeschäft läuft, das dann bei denen auch zumindest in einem Punkt, wo es ein bisschen enger wird mit dem Content. Wenn ich jetzt sehe, dass auf Netflix Raumpatrouille Orion läuft, dann greift man schon tief in die Kiste, um alte Sachen wieder rauszuholen. Und insofern sehe ich, das ist nicht ganz so pessimistisch. Das ist doch schon mal schön zu hören. Und ich glaube, da können Dominik von Rise und Nicolas, sag ich mal, auch Insights geben, weil ihr arbeitet ja wirklich konkret auch für international für die großen Studios. Und ist es was ihr soweit bestätigen könnt, dass eigentlich die Nachfrage nicht ausgeht, trotz der Krise, oder wie managt ihr das gerade? Also bei uns ist es so, dass wir haben natürlich viel Kino-Business gemacht, also große Hollywood-Produktionen, die natürlich auch große Budgets hatten. Die sind gerade alle auf on hold oder verschoben oder drehen in Etappen weiter. Also wir haben einen Film betreut, der im März 2 Wochen gedreht hatte und dann gestoppt hat, jetzt weiter dreht und so. Also die sind schwierig. Und selbst wenn sie fertig drehen, haben sie jetzt nicht gerade die Eile, ins Kino zu kommen, weil da halt nichts offen ist. Deswegen sind wir halt dank Netflix
vor allem und auch Amazon und Sky busy gerade mit kleineren Shows, die aber auch interessant natürlich sind. Aber da wird fleißig gedreht und ich glaube, da wird auch der Content nicht so schnell ausgehen. Aber im Moment ist natürlich für den Gesamtmarkt Visual Effects viel zu wenig da. Wir pitchen ja hier nicht nur lokal hier um Projekte, sondern international. Also die Kanadier und so weiter sind ja auch immer wieder gefragt aus deutschen Produktionen raus, weil sie halt einen hohen Tax-Credit kriegen. Insofern pitchen wir immer weltweit und das ist das, was uns das Ganze ein bisschen schwierig macht, weil wenn zu wenig Content da ist, gehen natürlich die Preise nach unten, weil jeder die Show noch haben will, um seine Fixkosten zu bezahlen. Und da sind wir gerade. Also es ist halt preislich gerade sehr weit low. Und da muss man als VFX-Firma immer überlegen, wie weit geht man da mit rein in den Preiskampf. Aber das ist schon stark spürbar. Wir sind auch nicht so ausgelastet, wie wir das Anfang des Jahres waren mit zwei großen Shows. Davon sind wir weit weg. Aber wir haben genügend zu tun, um unser festes Personal zu lasten, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Aber die ganzen Freelancer sind natürlich gerade jetzt nicht bei uns, so wie die es vor einem halben Jahr waren. Aber ich bin der Meinung, es wird auf jeden Fall eng werden. Das ist die Frage, die VFX-Firmen, wie lange ist der Atem, um so auf einer Sparflamme zu fahren? So, wir haben ja jetzt alle nicht, wir sind alle nicht im Geld geschwommen. Wir fahren nicht Porsche und haben eine Dachterrassenwohnung. Insofern haben wir da alle irgendwie das Geld, was wir sozusagen verdienen mit den Shows, wird auch viel wieder zurückgesteckt in die die Firmen, weil wir neue Software kaufen müssen, neue Hardware kaufen müssen und Pipeline weiterentwickeln müssen. Insofern ist es immer ein heißer Ritt und wir kämpfen, glaube ich, alle irgendwie ums Überleben, dass wir genügend Content reinkriegen, um das zu bezahlen. Und das ist weltweit. Also wir kämpfen alle. Da drückt man natürlich die Daumen, Dominik, und ich glaube, wichtig ist herauszuheben, was du gesagt hast, dass die Festangestellten auf jeden Fall ausgelastet werden können. Das ist zumindest eine schöne Grundvoraussetzung in diesen Krisenzeiten jetzt. Das ist ja auch nicht bei allen gegeben. Und Igor hat tatsächlich, Igor, korrigiere mich da bitte, aber aufgrund auch, wo die Corona losging, hast du auch beruflich eine Veränderung vorgenommen, aber trotzdem die Zeit eigentlich effizient genutzt, auch in entwicklungsmäßigen Geschichten, pipeline-technisch. Vielleicht kannst du noch kurz ein bisschen deine Einsichten geben, die du jetzt bekommen hast während dieser Krisenzeit. Das wäre auf alle Fälle eine Frage gewesen, die ich gerne in die Runde geschmissen hätte, denn gerade, ich würde mal sagen, wir, die meisten aus dem Panel haben jetzt hier The Mandalorian gesehen und wir wissen, was da für Technologien dahinter stecken. Und die Frage ist auch, wie sehr wir uns das aneignen. Gerade auch das, was Daniel sagte, diese Zeit zu nutzen, um halt auch Entwicklungen voranzutreiben und vielleicht sich auch in neue Richtungen zu entwickeln. Er sprach es auch an mit Unreal, zwar in Kombination mit Animation, aber für die, die es nicht wissen, bei Mandalorian hat man quasi große LED-Panels benutzt, um ein Environment zu schaffen, was natürlich sehr realistisch aussah im Verhältnis zu, wenn ich mit Greenscreen drehe, allerdings auch ist die Frage, ist das ein Konzept, was man nutzen kann, um in Corona-Zeiten auch zu drehen? Denn man muss nicht riesige Teams von A nach B schaffen. Man kann Virtual Reality dazu nutzen, um Scouting, Set-Scouting und so weiter zu betreiben. Inwiefern nutzt ihr schon die Zeit, um euch vielleicht zukunftssicher zu gestalten? Denn wenn bei uns kommt es ja langsam an und auch auf deine Frage von vorhin, Sebastian, hat man das gespürt? Ich meine, Hollywood hatten wir schon im April des Jahres gemerkt, dass die da schon runterfahren. Und jetzt fängt es bei uns erst an. Also das ist das, was wir auch eigentlich alle im April erwartet hatten. Und da ist wirklich die Frage, entwickelt ihr euch da in eine Richtung? Denn da ist ja ganz viel, was man machen kann. Also nicht nur das Klassische, es wird gedreht und wir bieten dann an, diese Shots umzusetzen, sondern schon in der Pre-Production anzusetzen und diese Gelder, die wir sonst erst in der Post-Production haben, nach vorne zu schieben, um in der Entwicklung zu helfen, um das Scouting anzubieten, um Sets für LED-Wände zu bauen und so weiter und so fort. Also viel früher schon unseren Stift anzusetzen. Ja, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich glaube, das ist auch für alle Zuschauer jetzt
sag ich mal, eine Message und für alle aus unserer Branche, die wir verbreiten können, die wir mitnehmen können auf jeden Fall. Die VfX-Branche entwickelt sich weiter, die ist dazu gezwungen, sich weiterzuentwickeln, allein schon durch ganz einfache Punkte, da es immer mehr Produktion gibt, die Budgets aber pro Produktion definitiv nicht steigen und dementsprechend immer mehr Kreativität reingeschoben wird, um technische Abläufe zu optimieren, um den Production Value hochzuhalten und sogar noch weiterzuentwickeln. Und das ist sicherlich meiner Meinung nach ein interessanter Punkt für eine nächste Masterclass, was es da für Möglichkeiten gibt, technischer und kreativer Natur, wenn es jetzt noch länger in dieser Corona-Zeit gedreht werden sollte, dass wir da einen positiven Ausblick geben können, in Anführungszeichen, so positiv der sein kann, unter den gegebenen Umständen, die alles andere als positiv sind. Aber wir wollen da, sage ich mal, den Kopf definitiv nicht in den Sand stecken von unserer Seite aus. Ich glaube, ja, das war jetzt sehr interessante Einblicke innerhalb der letzten 90 Minuten. Danke allen Teilnehmern. Saskia, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu vorschnell. Hast du noch was? Nee, du darfst deine Moderation fertig machen und dann gebe ich das Schlusswort. Gut. Also vielen Dank für das Interesse an unserer Masterclass anhand der drei diesjährig nominierten VfX-Produktionen fürs Fernsehen und für Streaming. Die Wahlperiode ist schon geendet, aber ich drücke trotzdem allen natürlich den Daumen. Ich war auch ein Bestandteil der Nominierungskommission und es freut mich, drei so unterschiedliche und hochkarätige Produktionen präsentieren zu dürfen heute Abend. Genau, und bedanke mich bei Saskia und dem ganzen DAF-Team für die kurzfristige tolle Organisation. Ja. Auch von uns nochmal vielen herzlichen Dank. Einmal noch herzlichen Glückwunsch an Dennis zum Vaterwerden. Das ist großartig, kann ich nur empfehlen. Danke dir. Und, absolut großartig. Dann hoffentlich auf bald wieder. Ja, danke auch an alle. Hat sehr viel Spaß gemacht. War schön, ja, sich mal irgendwie gesehen zu haben. Man sieht sich ja bestimmt noch öfter. Ja, und auch hier an die beiden Rice-Jungs. Also ich fand das ziemlich beeindruckend, was ihr da gemacht habt. Und diese Black-Matter-Sphäre schaut einfach, ich formuliere es mal so, wirklich scheiße geil aus. Also muss ich jetzt einfach auch mal sagen. Dankeschön. Ja, danke an euch für diese tollen Einblicke in eure Arbeit. Wirklich sehr beeindruckend, tief beeindruckend. Toll, dass sowas bei uns in Deutschland gemacht wird. Ganz, ganz große Klasse, finde ich super. Ich drücke natürlich auch euch als Nominierten die Daumen. Wie Sebastian schon gesagt hat, die Wahlperiode ist schon vorbei. Es wird spannend. Ich bin froh, dass ich nicht mitwählen musste, weil ich hätte nicht gewusst, wen ich wählen soll. Alles drei, ganz tolle Produktion. Ich drücke euch die Daumen, ja, für alle Zuschauer die Info, am 21.11. findet die Verleihung der Auszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen statt. Die wird es auch im Livestream geben. Ja, wir sind da in den großen Vorbereitungen. Ich danke euch nochmal herzlich für die tolle Masterclass. Ich danke allen Helfern bei der DAF, die diese Masterclasses ermöglichen. Und ich danke auch unseren Förderern, dem Medienbord Berlin-Brandenburg und der Pensionskasse Rundfunk. Die Masterclass werdet ihr in ein paar Tagen oder ich schätze mal sogar schon morgen, unsere Meinzelmännchen sind ja wirklich sehr fleißig, auf dem YouTube-Kanal der DAF sehen können. Ja, followt uns auf Instagram, liked uns auf Facebook, bleibt uns treu, damit wir weiterhin so viele schöne, spannende Themen anbieten können. Wir sehen uns wieder bereits am nächsten Mittwoch um 18 Uhr, den 4.11. mit der Masterclass oder mit dem Webinar Vorsorge für Film- und Fernsehschaffende mit Künstlersozialkasse und Pensionskasse Rundfunk. Ein wirklich wichtiges Thema, das, ich weiß, in der Branche oft vernachlässigt wird. Aber auch wir gehen irgendwann mal in Rente. Ja, es bleibt mir allen einen schönen Abend zu wünschen. Herzliche Grüße, bleibt gesund und bleibt uns treu. Viele Grüße, eure DAF. Tschüss. 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 Tschüss.